Nagelsmann, jetzt noch mal ein schöner Abend, haben wir das Zeichen bekommen. Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz. Der FC Bayern hält sich schadlos in der Champions League und jetzt antwortet Julian Nagelsmann. Bitte schön, die ersten Fragen, Handzeichen, da ist Edgar Endres, auf das Mikrofon warten und los geht's. Ja. Okay, gracias. Ja, Herr Nagelsmann, 3-0 in Barcelona zu gewinnen, ist sicherlich nicht jeden Abend möglich. Wie beurteilen Sie die Leistung und befürchten Sie, dass der FC Bayern demnächst Hausverbot bekommt hier? Ja, Hausverbot, glaube ich, kriegen wir nicht. Ja, die Leistung war sehr erwachsen, sehr souverän. Wir haben gewusst, dass wir die nötige Geduld brauchen im Ballbesitz, dass wir auch die nötige Geduld brauchen im Verteidigen, dass Barcelona sehr, sehr guten Fußball spielen kann, ist, glaube ich, bekannt. Dass wir auf die Situation lauern wollten und dann natürlich auch die hohe Kette bespielen wollten, das haben Spieler heraus gut gemacht. Serge hat ein tolles Spiel gemacht, die Abwehrkette hat super gespielt. Wir haben am Ende nach 90 Minuten oder nach 94 Minuten keinen Torschuss zugelassen in Barcelona, wo jetzt schon der eine oder andere offensive Weltstar auf dem Acker steht. Und dann am Ende muss man sagen, auch wenn der Ballbesitz, glaube ich, 54% oder 56% für Barcelona war, trotzdem mehr als verdient. Wir haben, glaube ich, 11 Mal aufs Tor geschossen. Das ist für ein Auswärtsspiel in Barcelona gut und mit einer guten Effizienz. Und hat die Mannschaft wieder mal, was die Galligkeit angeht, herausragend gut, ein gutes Spiel gemacht. Dankeschön. Okay, then the colleague from Spanish. Sí. ¿Qué tal, Julián? Adrián Regas para el 10 del Barça. Después del partido que ha hecho hoy el Barça y toda la fase de grupos, ¿qué crees, desde tu punto de vista, que le falta al equipo azulgrana para competir en Europa? Gracias. Ich glaube, es ist eine Frage für meinen Trainerkollegen. Der muss sich um Barcelona kümmern, ich nicht. Das müssen Sie leider ihn fragen. Okay, next one. On the right side. Hola, Julián, Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Xavi Hernández ha insistido durante el proceso este de la eliminación del Barça en Europa que ha sido cruel la competición con ellos. Tú, después de haber jugado contra el Barça estos dos partidos de fase de grupos, ¿crees que este equipo, este Barça, se merecía pasar de fase de grupos con el nivel mostrado? Gracias. Ja, auch da, ich bin nicht Barca-Trainer. Am Ende, glaube ich, hatten wir in der ersten Halbzeit in München ein bisschen Glück. Wenn das Spiel anders läuft, ist Barca sicherlich eine große, herausfordernde Gruppenphase. Das Spiel lief zu unseren Gunsten in der zweiten Halbzeit. Das war, glaube ich, schon ein Schlüssel. Aber alles andere, die Beurteilung von Barcelona, mache nicht ich. Yeah, maybe you can ask to Bayern Munich. Yes, please, next one. Hola, Julián, bona nit. Felicitats per la victòria i per la primera posició a la plaça, a la fase de grups. Volia preguntar-te quines coses ha canviat en el partit d'avui respecte al de la temporada passada aquí al Camp Nou. Creus que la diferència és la mateixa? Has tingut la sensació de que el Barça us ha plantat més cara? Gràcies. Ja, habe ich ja schon mehrfach betont, dass Barça, finde ich, eine gute Entwicklung genommen hat, haben einen herausragenden guten Kader, haben tolle Neuzugänge und werden sicherlich auch in Zukunft ein großer Herausforderer in der Champions League sein und jetzt auch sicherlich in der Euroleague eine tolle Saison spielen, weil sie einfach einen herausragenden guten Kader haben und offensiv extrem viel Spaß machen. Yes, please, third row. Hi, Julian. Good evening. Congrats for the win. Do you think that the biggest difference between Bayern and other top clubs with Barcelona nowadays is the intensity of the way is the game now? Like Barcelona needs to be more intense on the way he's playing? I don't want to talk about the intensity of my team today. I think it was brilliant. We were aggressive in every duel. We knew that we are also good in ball possession. We have to stay calm in ball possession. We have a good development over the last couple of 3, 4, 5 weeks. We're getting calmer and calmer. If the opponent pressing in a man coverage, doesn't matter for us. We're good in ball possession at the moment, and also our intensity and aggressivity and duels defense and defense way is perfect. If we do not attempt any goal, do not concede any attempt on our goal. In a game in Barcelona, it's perfect. So at the end, we have at the moment two brilliant central defenders with Matthijs de Ligt and Dayot Upamecano. They defend so aggressive, and also all the other players
were brilliant today, and as I mentioned, if you do not concede an attempt on your goal, it's well deserved to win the game. And now we have 15 points in the group stage of the Champions League in the toughest group, I think, this year. We tried to win the Champions League this season, but we have to keep on going. It was the first step, but they have to follow a lot of steps to have the title at the end of the season. Rechts oben wieder Edgar Indres. Ja, ich wollte noch mal eine Frage stellen. Im Vorfeld wurde viel geredet über Choupo und Leva. Jetzt macht Choupo wieder ein Tor. Und wie er das macht, war aus meiner Sicht überragend. Sie haben im Vorfeld gesagt, er ist gerade im Flow drin. Ist es alleine nur ein Flow oder ist es auch wirklich momentan auch diese komplette Überzeugung, die Kiste zu machen? Und noch eine kurze Frage danach. Was bedeutet der Gruppensieg? Ja, was der Gruppensieg am Ende bedeutet, werden wir dann bei der Auslosung sehen. Aber grundsätzlich ist die Tendenz schon dahingehend, dass die Ersten in der Gruppe meistens die stärksten Mannschaften waren in der Gruppenphase. Und demnach ist wichtig, auch als Zeichen nach drinnen, nach draußen, immer bedeutend zu versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Ja, bei Choupo natürlich hat immer ein bisschen was mit Flow zu tun, wenn du Selbstvertrauen hast. Aber er hat natürlich auch eine außergewöhnlich gute Qualität. Er hat einen sehr cleveren Abschluss. Wenn man seine Tore alle sieht, es gibt fast nie ein Tor, wo er einfach nur blind drauf nagelt, sondern hat immer eine Idee bei seinem Abschluss und dann kommt am Ende auch viel Gutes raus. Er macht aber auch so, finde ich, einen sehr guten Job aktuell, nicht nur die Tore. Aber er hat da wieder sehr gut gemacht und wir sind, habe ich schon oft gesagt, froh, dass wir ihn haben. Wir haben letztes Jahr viel auf ihn verzichten müssen, weil er einfach lange weg war, aus verschiedenen Gründen. Ja, jetzt ist er voll da und wir versuchen natürlich, ihn weiter da zu unterstützen, dass er die Leistung bringen kann, die er aktuell bringt. Okay, last row, last question, please. Yeah. ¿Qué tal? Carlos Monfort en directo para el Twitch de Gigantes. Ya sé que esto le toca a Xavi, pero si ahora fueras entrenador del Barça y te tocara salir a dar explicaciones, ¿cómo justificarías esta derrota y cómo consolarías a los jugadores? Gracias. Meine ich, auch wenn ihr es gern hören würdet, aber ich bin nicht Barca-Trainer und ich habe genug zu tun mit meinem eigenen Job und fragen Sie bitte Xavi das zu Barcelona, auch wenn es euch interessiert. Ich habe viele Dinge im Kopf, aber nicht, wie ich die Barcelona-Spiele beurteile. Okay, thanks for respecting. Schönen Abend, bye bye. Ciao, ciao.